Hallo, liebe Tarotfreunde, schön, dass ihr hier seid. Ich werde gleich eine Blitzlegung machen, ja, so eine sehr, sehr schnelle Legung. Und zwar, also erstens werde ich das Tarot bitten, euch möglichst alle irgendwie einzubeziehen. Sprich, dass das Tarot irgendwie sich so zeigt, dass es mehrere Deutungsebenen gibt, ja, sodass ihr vielleicht möglichst viele unter euch in Resonanz gehen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich werde das Tarot fragen, was denn als nächstes auf euch zukommt, welches Ereignis. Ja, ich mache keine Zeitangaben. Ich sage einfach demnächst, das Tarot wird schon selbst entscheiden, wann dieses Ereignis eintreten soll. Und wir schauen mal, was ist denn das Nächste, was passieren wird in eurem Leben, was irgendwie, ja, vielleicht von Bedeutung sein wird. Mal sehen. Die Karten werden es schon aufzeigen. Was wird es denn sein? Was wird dich bald überraschen? Was wird bald in dein Leben kommen? Was wird bald geschehen? Okay. Okay, hier wird eine Schwierigkeit aus eurem Leben gehen. Eine Schwierigkeit aus eurer Vergangenheit, die euch belastet hat, die euch vielleicht eine längere Zeit schon belastet hat. Oder eine Schwierigkeit mit einem Menschen. Ja, das ist ja auch durchaus möglich. Und wohin geht es? Das Ganze geht in einen positiven Kontakt über. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Ja, es kann sein, dass hier ein Mensch in euer Leben kommen wird, mit dem ihr Schwierigkeiten hattet in der Vergangenheit. Er kommt mit einer versöhnlichen Geste. Ich sehe nicht, ob das Mann ist oder Frau, wobei beim Ritter der Kelche könnte man denken, dass das ein Mann ist. Aber der Ritter der Kelche kann generell auch für Versöhnung stehen, für Versöhnung mit der Damenwelt. Ja, vielleicht mit Freundinnen. Das ist durchaus möglich. Oder mit einer Freundin. Was ich hier noch sehe, ist, dass das nicht sehr bald geschehen wird. Vielleicht 7 Tage, vielleicht 7 Wochen. Ungefähr innerhalb von 2 Monaten oder so. 2, 3 Monate vielleicht auch. Es sieht hier nach Versöhnung, nach Annäherung aus mit oder zu einem Menschen, mit dem es entweder Schwierigkeiten gab oder generell ein Mensch kommt in euer Leben und ich würde nicht sagen, dass er euch hier von etwas Negativem befreit, sondern ich würde hier eher sagen, dass dieser Mensch in euer Leben kommt, wenn ihr selbst das Negative verarbeitet habt. Ja, wenn ihr selbst. Wenn ihr selbst in einer positiven Energie seid, ja, wenn ihr hier etwas Unangenehmes abschließt. Ich gucke noch ein wenig weiter. Einfach generell, was das Tarot hier noch sagt. Ich sehe einen Herrscher. Hat sich gezeigt, hat sich umgedreht, aber okay, ich gucke noch weiter. Bei einigen ist es tatsächlich ein Mensch, zu dem oder mit dem ihr in der Vergangenheit wirklich einen sehr, sehr positiven Kontakt hattet. Es könnte auch ein Familienmitglied sein, ein Verwandter. Und hier ist zu sehen, dass es einen Kontaktabbruch mit diesem Menschen gab. Der aber, wie gesagt, zustande kommt, nicht sofort, aber demnächst. Okay, mit welchen Absichten?
ein bisschen vertiefer geschaut. Mit welchen Absichten kommt dieser Mensch in euer Leben? Kontakt. Kontakt und die Absicht eines Neuanfangs, die Absicht, die Schwierigkeiten, die ihr hattet, die Meinungsverschiedenheiten, die ihr hattet, generell eine schwierige Situation, so nach dem Motto, Schwamm drüber, ja, und auf geht's. Auf geht's in etwas Neues. Auf geht's in etwas Neues, auf geht's in einen Neuanfang zwischen uns beiden. Ja, komplette Erneuerung. Wird sich denn dieser Mensch bei euch entschuldigen? Ich frage mal so. Er wird mit euch auf jeden Fall über die Vergangenheit sprechen, ja? Es wird hier nicht so sein, dass er sagen wird, weißt du was? Ja, er wird auch sagen, weißt du was, lass uns in die Zukunft schauen, lass uns vergessen, was hier zwischen uns vorgefallen ist. Dieser Mensch, ja? Wie gesagt, es kann auch eine Frau sein. Ich habe hier keine Tendenz, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Aber dieser Mensch wird offen sein für Gespräche, was die Vergangenheit betrifft, was eure Vergangenheit betrifft. Aber er wird auch mehr in Richtung Zukunft ausgerichtet sein. Natürlich ist für diesen Menschen lieber in die Zukunft zu schauen, anstatt in die Vergangenheit. Nur, er wird die Vergangenheit nicht auslassen. Ja? Hier wird es nicht so sein, dass er sagen wird, weißt du was, Schwamm drüber. Ja? Vor allen Dingen, wenn, also vor allem, wenn du vielleicht sauer auf diesen Menschen bist. So wird es hier nicht sein, sondern er ist durchaus bereit, mit dir über die Vergangenheit zu sprechen, aber das ist nicht sein Hauptziel, ja? Weil er hat es oder sie hat es hier schon lieber in die Zukunft zu schauen. Das ist hier die Priorität, ja? Lieber lass uns von unserer Zukunft reden und nicht von unserer Vergangenheit. Okay. Was müsst ihr denn hier beachten? Was müsst ihr beachten? Müsst ihr auf die Taten achten. Moment. Also eine persönliche Tendenz ist zu sehen, aber ihr müsst ja unbedingt auf die Taten achten. Hier gibt es so eine kleine Tendenz bei einigen von euch, dass dieser Mensch dazu neigt, ziemlich schnell die Puste zu verlieren. Ja, er oder sie wird merken, oh okay, die Tür ist auf, du kannst ihm oder ihr verzeihen, bist nicht mehr sauer. Und dann kann es passieren, dass sich dieser Mensch so ein bisschen entspannt, ja, und eben nicht so hundertprozentig zuverlässig sein wird. Darauf musst du achten. Wenn es hier eine Annäherung gibt, ja, wenn es zu dieser Annäherung kommt, was ist denn hier besonders wichtig? Was ist hier besonders wichtig, wenn es zu dieser Annäherung kommt?
dass es hier nicht zu so schnell in Richtung neue Chance geht. Sondern dass es hier wichtig ist, dass sie eine gewisse Vorsicht walten lässt. Ja, nicht einfach nur, wow, er oder sie hat sich wieder gemeldet, auf geht's, ich vergesse alles um mich herum, dieser Mensch hat bestimmt alles analysiert, alles verstanden, ja. Bitte so nicht, sondern hier ist so ein bisschen eher die Tendenz, dass die Annäherung nur sehr langsam und in kleinen Schritten vonstatten gehen sollte, ja, nicht zu überstürzen. Nicht einfach alles um sich herum vergessen, ja. Nicht davon ausgehen, dass dieser Mensch es jetzt total gut mit euch meint, sondern eine gewisse Vorsicht walten lassen, ja, und euch ganz viel Zeit lassen. Ja, so ziehen wie ein Kaugummi, so ein bisschen diese Tendenz. Okay, meine Lieben, das war die Legung. Ich bin gespannt, ob es euch gefallen hat. Ich hoffe immer sehr, dass euch die Legung gefallen, dass ihr für euch irgendwas mitnehmen könnt. Ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Alle wichtigen Informationen stehen unter diesem Video. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit und wenn ihr möchtet, schaut ihr demnächst wieder vorbei. Bis bald.